Das Donaujugendorchester konnte am 6. August in Klausenburg getroffen werden. Als ein Projekt der Donauschwäbischen Kulturstiftung Baden-Württemberg startete das Projekt Donaujugendorchester im Jahre 2011. Seitdem versammeln sich in jedem Jahr mehr als 50 Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren zum gemeinsamen Musizieren in Seligstadt neben Vogarasch und üben dort für das gemeinsame Tournee. Die Jugendliche verbindet außer ihrem Talent und der Liebe zur Musik auch die Herkunft, da alle Teilnehmer des Projektes aus einem Anrainerland der Donau stammen. Somit zählen zu den Herkunftsländern der Nachwuchsmusikerinnen und Musiker Deutschland, Kroatien, Serbien, Ungarn und Rumänien. Das Projekt lässt die Grenzen verschwinden und verbindet die Jugendliche vor allem durch das gemeinsame Musizieren. Seit dem Bestehen des Donaujugendorchesters wird dies von dem Dirigenten Theo Bross geleitet. Ich bin Theo Bross, ich bin der Dirigent des Orchesters und ich komme aus Stuttgart und bin Cellist und Orchesterleiter. Das Projekt ist eine Idee von Herrn Eugen Christ von der Donauschwäbischen Kulturstiftung und unserem Ensemble, Pegasus Ensemble. Und das erste Mal, dass wir das gemacht haben, war im Jahr 2011 in Seligstadt und dann letztes Jahr. Und das ist das dritte Mal, dass wir das machen. Das Donaujugendorchester besteht seit 2011 und es ist jetzt die dritte Arbeitsphase. Wir proben immer eine Woche und dann gehen wir 10 Tage auf Tournee. Dieses Jahr gehen wir auf Tournee durch Rumänien. Also wir waren zuerst in Fogarasch, haben wir gespielt, dann haben wir in Heltau gespielt. Haben wir in Sovata gespielt, jetzt spielen wir in Klausenburg und dann gehen wir nach Budapest und beenden in Balatonfürth das Projekt. Über die positiven und eher weniger positiven Eindrücke berichtete Theo Bross und Oliver Deutsch. Positiv ist vor allem, dass die Jugendlichen sich sehr freuen, sich nach einem Jahr wiederzusehen, dass viele Alte wiederkamen, dass ein paar neue dazukamen, dass es keine Probleme gibt zwischen den einzelnen Nationen, Serben, Kroaten, Rumänen, Ungarn zum Beispiel. Das hat alles prima funktioniert. Auch die Disziplin war fast immer gut. Und die Städte sind schön, wo wir wohnen dürfen, ist schön. Hier hat uns das Deutsche Kulturinstitut sehr geholfen und wir haben überall Leute, die uns willkommen heißen und dieses Projekt gut finden. Also insofern gibt es eigentlich keine negativen Dinge zu berichten. Es war alles prima. Und Oliver, für dich? Ja, ich kann nur verstärken, was Theo sagt. Ich habe auch keine negativen Eindrücke oder Erlebnissen bis jetzt und hoffentlich auch in Zukunft nicht. Wir gehen weiter schon morgen nach Ungarn, Budapest und Balaton. Ja, vielleicht die Hitze. In Budapest erwarten uns 10 Grad mehr als hier. Über das Projekt und die Zukunft des Projektes berichtete Herr Deutsch. Unbedingt, das ist eine wirklich sozusagen sogar gesegnete Projekt, was Theo macht seit 3 Jahren. Und der Riesenerfolg ist nur geprüft und unterstützt bei der Tatsache, dass die Nummer von Teilnehmern verdoppelt sich fast von Jahr zu Jahr. Und in den nächsten Jahren hoffentlich geht es weiter und es erweitert sich noch. Ich kann es nur empfehlen für alle Jugendlichen von Rumänien, Ungarn, Donau, Ländern. Thank you.
Programm des Konzertes konnten die Klausenburger Zuhörer und Zuschauer unter anderem Stücke von Johann Strauss, Wolfgang Amadeus Mozart, Béla Bartók, Dmitri Schostakowitsch und Leroy Anderson hören. 10 Stunden pro Tag wurde eine Woche lang in Seligstadt geübt. Erst danach begann die Tournee des Donaujugendorchesters. Über ihre Eindrücke zu dem Projekt berichteten auch Teilnehmerinnen des Donaujugendorchesters. Mein Name ist Sandra Dragan, ich komme aus Bukarest, ich bin fast 16 Jahre alt. Ich spiele die Geige seit 9 Jahren. Die Musiklehrerin aus unserer Schule hat davon gehört und sie hat mir und noch einer Kollegin darüber erzählt und wir haben ja gesagt, es schien eine sehr gute Idee und es war eine sehr gute Idee. Ich bin Annika Staats, ich komme aus Freiburg. Ich spiele Geige seit ich 4 Jahre alt bin und bin jetzt 16 Jahre alt. Ich bin Jungstudentin in München bei Professor Galitsch und über sie bin ich auch ans Donaujugendorchester gekommen. Ja. Was nehmen Sie mit aus dem ganzen Projekt? Es ist sehr schön, mit vielen ausländischen Musikern zusammenzuarbeiten. Man lernt sich kennen und auch die unterschiedlichen Kulturen und auch das zusammenzuarbeiten, die Stücke zu erarbeiten. Gab es eine besonders große Überraschung, was auf Sie hier zugekommen ist während den Tagen, in denen Sie zusammengearbeitet haben? Eigentlich nicht, nein. Es ist die Begeisterung für das gemeinsame Musizieren und das gegenseitige Interesse an der Kultur der Donauländer, die junge Menschen zusammenbringt und neue Klangerlebnisse entstehen lässt. Das Donaujugendorchester steht für grenzüberschreitende Musikerlebnisse, für kulturellen und musikalischen Austausch und ein breites Repertoire. So wurde das Klausenburger Publikum zum Konzert eingeladen. In Klausenburg wurde das Konzert von dem Deutschen Kulturzentrum organisiert.